Also willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast, den Sie alle schon kennen und lange kennen. Einen Terrorismusexperten, wie man ihn selten sieht und kennt, Jürgen Todenhöfer. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Aber wir wollen heute nicht nur über Terrorismus sprechen, über Ihr Spezialgebiet, und auch nicht mehr über Ihre Reise zur IS in Syrien. Ist auch schon eine Weile her. Sondern Sie waren mal CDU-Bundestagsabgeordneter. Und deswegen auch schon eine Weile her. Ja, aber das vergisst man auch nicht. Nee. Aber deswegen ist es ganz besonders interessant, von Ihnen mal zu hören, wie Sie denn dieses Jamaika-Debakel oder wie immer man das bezeichnen will, ja, sehen und beurteilen. Wie kommen die da raus? Ja, ich finde es schlecht für unser Land, dass die FDP die Verhandlungen abgebrochen hat, offenbar kurz bevor sie vom Erfolg standen. Das ist aus meiner Sicht nicht ganz fair gegenüber den anderen Beteiligten, der CDU, CSU und den Grünen. Aber fair ist doch kein Begriff in der Politik. Ja, aber für mich schon. Und ob man, das Bündnis wäre sehr schwer gewesen, aber ob man sowas hinkriegt, das weiß man nach einer Woche. Da braucht man nicht 4 Wochen zu verhandeln, Nächte teilweise durchzuverhandeln. Und dann, wenn man kurz vor dem Erfolg steht, aufzuhören, das ist nicht okay. Und das stürzt in unser Land in eine Krise. Darf ich nochmal nachhaken? Das heißt, Sie wären dafür gewesen zu sagen, wenn der Lindner nach einer Woche gekommen wäre, hätte gesagt, das geht so nicht. Ja, das wäre besser. Das hat keinen Sinn, darüber zu reden. Das ist ja schwer. Die FDP ist eine Unternehmerpartei und die Grünen sind eine grüne Partei, was so ein bisschen das Gegenteil ist. Und das ist schwer. Das war für alle schwer, aber das weiß man nach einer Woche. Ja. Das wusste man vorher, aber man kann es ja aussondieren. Das war ein Spiel, was die Deutschen auch gar nicht verstehen. Und es ist schwer, einen Ausgang zu finden, weil die, die eigentlich die Wahlen verloren haben, also bei der CDU, die von mir hochverehrte Angela Merkel, ist Wahlverliererin, man hat ihr die Flüchtlingspolitik vorgeworfen, die ich am Anfang gut war, fand, aber die nicht gut gemanagt war. Und dann kommt dazu das Phänomen, dass nach 12 Jahren tritt eine gewisse Müdigkeit ein. Dann Seehofer, der auch seine letzten Runden dreht, war auch Wahlverlierer, hat 10% verloren. Und auf Seiten der SPD Schulz, der ein sympathischer Mann ist, dem die eigene Partei ins Wasser geworfen hat, da hat er gestrampelt und versucht nicht zu ertrinken. Und da konnte man ein gewisses Mitleid und Sympathie für ihn haben, aber er hat die Wahl verloren. Und jetzt entscheiden im Grunde genommen diejenigen, die die Wahl verloren haben, darüber, ob man nochmal eine große Koalition macht. Und möglicherweise wäre eine große Koalition in der jetzigen Situation, vielleicht nicht meine Wunschkoalition, aber sie wäre die beste, weil sie die Bevölkerung am breitesten erfasst, die CDU und die SPD sind breiter aufgestellt als eine Jamaika-Koalition. Bei der Jamaika-Koalition, das wäre eine Koalition der Besserverdiener gewesen. Weil die Grünen sind eine Partei, die zum Beispiel in meiner Heimatstadt München nur in den wohlhabenden Bezirken gewählt wird. Die FDP ist eine Partei der Besserverdienenden und die CDU ist auch nicht gerade eine Partei der Schlechtverdienenden. Und eine große Koalition wäre eine Partei, eine Koalition des Volkes. Und die könnte auch an sehr viele soziale Probleme rangehen, die wir haben. Zum Beispiel haben wir Millionen alte, vereinsamte Menschen, für die es keine angemessene soziale Lösung gibt, weil die sind alt und müde und können sich nicht artikulieren, nicht wehren. Wir haben die Probleme, dass die Pflegekräfte zu schlecht bezahlt sind. Und wir haben eine ganze Reihe von Problemen. Hohe Mieten. Und zu hohe Mieten. Und ich glaube, dass da eine Koalition aus CDU und SPD am ehesten rangehen würde. Jetzt kann man natürlich sagen, hallo, die hatten doch Zeit, daran zu gehen. Und es gibt auch vieles in dieser Koalition, was ich überhaupt nicht gut fand. Ich fand die Außenpolitik nicht immer gut. Ich fand die Waffenexporte eine Katastrophe. Aber es ist die breiteste Koalition. Und diese Koalition hätte in einigen Punkten ihre Politik ändern müssen. Aber leider hat Schulz im Grunde genau dasselbe vertreten, was auch die CDU-CSU vertreten hat. Also von ihm war keine Änderung zu erwarten und keiner erwartet sie. Aber eine neue große Koalition würde sicher erfolgreich, aber ich weiß, es ist utopisch, wenn sie jetzt angeführt würde von Frau Nahles und vielleicht auf der anderen Seite der CDU-CSU
von einem Mann wie Laschet oder von dem großen alten Profi Schäuble. Das würde funktionieren. Und das würde auch eine neue Politik geben, eine neue Politik der Großen Koalition mit neuen Köpfen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich den Rücktritt von irgendjemandem fordere. Ja, was denn? Ich sage nur, die kommen ja nicht von selbst und sagen, ja, hallo, ich möchte mal. Das ich bin ist ja nicht. Aber als Sie damals junger CDU-Bundestagsabgeordneter waren, zu Zeiten von Barzel, glaube ich, long time ago, ja, da hatten Sie doch auch eine Utopie im Kopf, dass Sie die Welt verändern wollen. Ja, da habe ich nach der Wahl Barzel gebeten, der den Fraktionsvorsitz und den Parteivorsitz hatte, den Weg, den Parteivorsitz aufzugeben, den Weg frei zu machen. Gleich in der ersten Sitzung. In der ersten Sitzung, ja. Den Weg frei zu machen für Helmut Kohl. Und weil ich fand, es muss einen Neuanfang geben. Es muss in Deutschland einen Neuanfang geben. Und um Herzog zu zitieren, es muss ein Ruck durch das Land gehen. Es muss eine neue Politik stattfinden. Und das klingt natürlich auch ein bisschen widersprüchlich. Ich glaube, dass diese neue Politik von einer großen Koalition gemacht werden könnte, wenn die mit neuem Personal antritt. Aber das heißt, alle mit neuem Personal. Merkel weg, Schulz weg. Das habe ich nicht gesagt. Das ist meine Frage. Ja, ich werde nie den Rücktritt von Frau Merkel oder von Herrn Seehofer oder von Herrn Schulz fordern. Das steht mir nicht an. Ich sage nur, ich glaube, unser Land braucht eine neue Politik und unser Land braucht neues Personal. Und ich sage Ihnen heute voraus, in 2 Jahren werden wir das auch haben. Ich sage nur, es würde uns jetzt gut tun. Und Frau Merkel hat ein so großes Ansehen in der Welt und hat dieses Ansehen Deutschlands auch gehalten und vermehrt. Das ist nicht die Zeit für Rücktrittsrufe. Und ich spreche den ausdrücklich nicht aus. Aber ich sage auch, ich bin ja ein bisschen älter als Frau Merkel, ich sage auch, man sollte gehen, bevor das letzte verwelkte Lorbeerblatt aus dem Lorbeer heruntergefallen ist oder Freunde es einem rausreißen. Und Merkel wird immer eine große Figur der deutschen Politik sein. Und wenn sie, nur sie kann die Entscheidung treffen, andere sollten das nicht machen, jetzt sagen würde, ich lege das in die Hände von einem anderen. Schäuble, der zwar viel älter ist als Sie, aber der eben als der eine neue Politik machen würde. Oder Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, wäre das eine große Tat. Und sie würde in die deutsche Geschichte noch angesehener eingehen als all die anderen, die nie gewusst haben, dass man gehen sollte, solange einem noch jemand zuhört. Vielleicht hört ja jemand die Signale, die Jürgen Thonhäufer jetzt gerade ausgesendet hat. Ja, die sind ja ambivalent, weil ich Sympathien für Merkel habe. Aber ich weiß, was gut wäre für das Land. Ich weiß auch, was wirklich gut wäre für Merkel. Wie fanden Sie denn den Appell des Bundespräsidenten? Der sehr kurz gut. War, prägnant war. Sehr gut, sehr gut. Das ist ein schlechter Witz, ja, dass zwei Parteien, FDP und SPD, sagen, sie hätten keine Lust zu regieren. Also wir wählen noch keine Leute nach Berlin, die dann sagen, ich habe keine Lust zu regieren. Ja. Ich möchte mich in der Opposition ausruhen. Da ist es gemütlicher. Da gehe ich nach Hause, wenn ich will. Das geht doch nicht. Wenn der Bundespräsident, SPD-Mitglied, sagt, hallo, ihr könnt euch doch nicht verweigern und die FDP kann sich doch nicht verweigern, wenn sie mehr Marktwirtschaft und mehr freiheitliche Rechte zum Beispiel gegenüber dem Überwachungsstaat durchsetzen will, kann sie doch nicht sagen, ich gehe nicht in die Regierung. Was ist denn das? Also das habe ich noch, ich kenne das nicht aus anderen Leuten, dass da irgendeine Partei die Chance bekommt, eine Regierungskoalition zu bilden nicht. Und sagt, regieren ich? Wie kommen Sie da drauf? Ja. Ich will nicht oder ich habe es 4 Wochen gewollt und jetzt will ich nicht. Das ist, finde ich, wirklich ein schlechter Witz. Immerhin 20% der SPD, die nicht reichen sollen zum Regieren, ist zusammen, erreichen nicht mal zusammen die Grünen und die Gelben. Richtig, ja. Aber jeder will regieren oder wollte zumindest. Also, wir wollen mal diesen Appell hören. Der Bundespräsident war gut, fand ich auch. Das war eine sehr gute Rede und vielleicht bewirkt er ja was. Ja, und wir haben... Wir waren ja bei den Utopien und dem Glauben an Utopien. Ja, Utopien. Und wir haben ein gutes Führungspersonal. Also, die Welt beneidet uns um Merkel. Und
trotzdem auch so große Politiker, die so großes Ansehen haben, die für den amerikanischen Präsidenten eine Respektperson sind, können einmal eine Entscheidung treffen und sagen, im Dienste des Vaterlandes mache ich jetzt den Weg frei für eine neue Lösung. Und das darf nicht an Personen scheitern. Und wir haben gute Nachwuchsleute. Ich hätte jetzt noch mehr nennen können. Dann nennen Sie mal ein paar. Ja. Sie kennen die ja alle. Ja, die waren ja mit Ihnen noch nicht im Parlament. Einige waren noch nicht geboren. Ja, ich finde auch von der Leyen eine sehr tüchtige Frau, die steht zurzeit sehr in der Kritik. Aber die zieht ihr Ding auch durch. Und jedes Ministerium, das sie gemacht hat, hat sie am Schluss richtig gut unter Kontrolle gehabt. Und ich finde, die Namen reichen jetzt eigentlich. Es geht auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, putscht jetzt mal. Das ist ein Appell, ich sage jetzt mal, das Vaterland zuerst und dann die Politikerkarrieren. Und in dem Fall wäre es ja ideal. Merkel hat ja den ganz großen Abgang verdient. Das ist ja eine große Kanzlerin. An die wird man in 200 Jahren, über die wird man in 200 Jahren noch sprechen. Und der Abgang ist schon wichtig. Das Vaterland zuerst, das hat auch so der Bundespräsident in seiner Rede gemeint. Ja. Und darüber denken Sie ein bisschen nach. Wir machen eine kleine Werbepause und dann rede ich weiter mit Jürgen Todenhöfer. Aber dann über ein anderes Thema, nämlich eines seiner Lieblingsthemen, kann man eigentlich nicht Lieblingsthema nennen, sein Horrorthema, der Terrorismus. Der Jahrestag am Breitscheidplatz in Berlin ist bald und vor einem Jahr war dieses schreckliche Attentat und deswegen werden wir reden. Über den Terrorismus, wie gefährlich ist er noch, haben wir in dem Griff, was kommt. Bleiben Sie dran, machen Sie eine kleine Pause, wir auch, schauen Sie unsere Werbung und dann sind Sie wieder bei uns. Bis gleich.